Ja, doch, 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 das ist was. Ist auf jeden Fall was dran. Meinst du schon ein Aal, Alter? Nee. Was ganz Kleines, Mann. Ja, meinst du? Merkt nicht. Ich hab keinen Gegendruck. Ist auch Schildkröte wieder. Gar nichts dran. Gar nichts dran. Philbis. Hat was dran geschnuppert. Mit Blatt. Mit Blatt. Gut gefahren. Am Mais geschnuppert. Jo, was geht ab, Leute? Willkommen bei einem Video heute wieder mit Lebbisch Fishing. Und ja, heute bin ich allein unterwegs, beziehungsweise ich bin mit Armin am Wasser. Der Phil fliegt nämlich nach Spanien. Ja. Und wie ihr gesehen habt, habe ich schon alles fertig gemacht. Ich habe eine Grundroute hinten an der Kante und wieder die Fiederroute wie letztens, wo ich den Karpfen gefangen habe. Link in der Beschreibung. Und ja, ich hatte gerade einen Biss direkt auf die Metzroute auf drei kleine Maden, eine rote. Und ich glaube, es war ein Schleier. Die ist komplett, ich zeige es euch gleich mal. Also wartet, guckt einfach. Die ist komplett da reingezogen. Da. Ja. Konntest du nicht mehr retten, ne? So. Und ja, die ist zwar abgerissen. Der Armin hat heute so schon eine Brasse gefangen, ne? Ja, ich habe eine Brasse gefangen. Eine Brasse von 4,5 Kilo und eine Forelle hatte der dran, aber die ist abgerissen. So. Und wenn was kommt, dann sehen wir uns später wieder. Peace. So. Neun und wie viel? 9,50. So. Wie viel hat die 9,50? 9,50. Ja. So Leute, was geht? Ich hatte eben, das habe ich glaube ich noch nicht aufgenommen, vorhin noch einen Vollrun. Ich denke, das war ein Karpfen, oder? Was meinst du? Ja, ja, ne? Das war ein Karpfen, der hat Vollrun gehabt. Schon wieder auf meine Schnur, Mann! Wollte ich auf jeden Fall aufnehmen. Beziehungsweise ich war zu spät an der Angel. Die Angel ist runtergefallen, der hat so krass genommen. Ja, habe ich schnell reingeholt, ausgeworfen. 5 Minuten später hat die Brasse gebissen, die ihn gesehen hat. Die hatte irgendein komisches Geschwür, ich weiß nicht, was es war. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ja. Auf die Matchroute geht bis jetzt gar nichts, bei Armin geht bis jetzt auch nichts. Doch ein Biss hast du, ne? Ja, ein Biss und die Brasse. Ja, ein Biss und die Brasse, die vorhin, da war ich noch nicht am Wasser. Ich bin nach der Arbeit halt hier hingekommen. Und ja, wenn noch was kommt, dann melde ich uns. Aber bis jetzt beißt es hinten in der Kante, das ist ganz gut. Aber ich hoffe auf einen Karpfen, auf einen kleinen, anstatt auf eine Brasse. 59 hatte der, ich denke mal so 2,5 Kilo, ja, um den Dreh. Also, wir sehen uns. So Leute. Und das ist die Matchroute. Bis jetzt geht da nichts. Ich hole die jetzt auch gleich nochmal rein und bestück die nochmal neu. Ich muss mal gucken, ob da noch was drauf ist, weil irgendwann die Mann abgefressen. Ich denke mal von Rotaugen. Das ist die Route von Armin. Hat den Wurm darauf, Tauwurm.
Die sind beide nicht drin. Da hinten hat er noch auf Karpfen eine und hier, das ist meine, da hatte ich eben halt den Karpfen-Run. Hat richtig krass weggezogen. Habe ich halt reingeholt, war nicht mehr drin, zu spät. Und dann 5 Minuten habe ich reingeschmissen, 5 Minuten später hat die Brasse gebissen. Ja, da hatte ich drauf, 3 Maiskörner und einen kleinen Tauwurm, ein Stückchen davon, auf dem Aufziehhaken aufgezogen. Ja, und ja, bis beißt jetzt irgendwie am Tag. Ist ganz nice. Und ja, ich hoffe, vielleicht kriegen wir noch einen Karpfen rein. Ich würde gerne auf den Karpfen hoffen, anstatt auf den Brasse. Aber Fisch ist Fisch, ne? Hauptsache beißt und das macht Spaß. Also, bis gleich. Oh, bleib bis. Hat gerade einmal richtig gezippelt. Aber nur einmal ganz kurz. So, was geht, Leute? Kurz Fazit. Ich bestücke jetzt. Ich habe die alle schon mal neu bestückt. Ich mache die Grundnummer neu. Dann bleibt schon eine Stunde. Ja, und dann bin ich auch weg, denke ich mal. Weil dann haben wir schon 18, 19 Uhr. Eigentlich dann perfekte Zeit. Aber ja, man muss arbeiten. Deswegen machen wir noch neu und dann sehen wir uns gleich. Vielleicht, wenn ein Biss kommt. Oh, Live-Biss. Was meinst du, ist eine Brasse oder Rotauge? Ja, Brasse. Meinst du? Ja, der nächste Biss. Oh, ich hoffe, da was ran. Ich bin der Futterkorb. Oh, kommt auch nicht hoch, ne? Da dran ist was. Ja, okay. Schöne Klodecke. Ja, auf jeden Fall. Wo ist denn der, Alter? Guckt euch mal an, was gebissen hat. Eine Schildkröte. Ach du Scheiße, ey. Ist schon scheiße, dass sie hier drin sind, oder? So, Leute, sehr komischer Beifang. Schaut euch das Ding an. Eine Schildkröte, die versteckt sich natürlich gerade. Hat sich mein Köder geschnappt. Ja, komm, lass mal schwimmen. Stell die mal da unten hin. Direkt schwimmen lassen, das schöne Ding. So. Hat Angst, oder was? Das dauert, bis sie wegschwimmt. Meinst du? Ja, als ich die reingesetzt habe. So, Leute, was geht? Wie ihr seht, bin ich schon im Auto. So, heute ein paar Stündchen angeln gewesen mit dem Armin. Wie gesagt, der Phil ist im Urlaub. Da werdet ihr eventuell auch ein Video sehen, wie er in Spanien angeln geht. Aber das werden wir sehen, ob er das macht oder nicht. Oder ob er halt was aufnimmt dazu. So, heute war ich erfolgreich für die paar Stunden im Wasser. Eben Biss gehabt. Komischerweise, ja, eine Schildkröte drin gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Da freut auch schon. Schönen Karpfen-Run. Ja, den konnte ich leider nicht an, hab mich gewundert, weil normalerweise ist es Selbsthakmontage, ne? Also dann hat er komplett gezogen, habe ich gerade zugedreht, wollte ich gerade anhauen, dann war der ab, warum auch immer. Und direkt am Anfang habe ich die Fieder, die Menschenrute rausgeholt, drauf gefiedert. Eine schöne Schleier, habe ich auch gesehen, an der Oberfläche ist ein Kraut reingezogen und abgerissen leider. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ja, und kommentiert schön. Das motiviert uns dann, Videos zu machen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace.